Herzlich willkommen auf meinem Blog Fingerfriendly Apps. Heute gucken wir uns SPB Mobile Shell in der Version 3 an. Mein Name ist Daniel und wir fangen gleich an. SPB Mobile Shell muss zunächst erstmal installiert werden. Ich empfehle euch, die 9 Megabyte auf die Speicherkarte zu installieren. Und wenn ihr das abgeschlossen habt, dann habt ihr diesen Professional Screen. SPB Mobile Shell verfügt grundsätzlich über 2 Screens. Das ist der sogenannte Lifestyle Screen. Der verfügt über 3 verschiedene Bildschirme und natürlich den eben gesehenen Professional Screen. Dieser ist halt für die beruflichen Tätigkeiten gedacht. Man hat eine Uhr, verschiedene Symbole für entgangene Anrufe, SMS und verschiedene Profile, um das Telefon leise zu schalten. Und unten hat man einen Kalender, in dem man auch in eine Agenda springen kann, die einen den Überblick über die aktuellen Tage und die aktuellen Termine geben kann. Unten haben wir auf der rechten Seite einen Menüknopf und diese Menüs sehen immer verschieden aus, je nachdem, wo wir uns befinden. Und auf der anderen Seite haben wir überall das Karussell. Hier kann ich in jeden beliebigen Screen auf sehr komfortable Art und Weise von SPB Mobile Shell reinspringen. Hier sehen wir auch die verschiedenen Screens, also meine Favoritenkontakte, meine generelle Kontaktliste oder die Wetterübersicht, meine Agenda, die ich schon gesehen habe, meine Weltuhr, die mir zur Verfügung steht, meine Profile mit meiner Lautstärke und wieder mein Professional Screen. Das Programm verfügt aber auch über einen Launcher, der erstens hier alle Programme darstellt, die als letzte benutzt werden. Das sortiert sich auch immer wieder neu. Und natürlich zwischen Programm und Einstellung. Und ich werde SPB Mobile Shell jetzt hier mal auf Deutsch umstellen und das erfordert einen Neustart, der bei uns jetzt hier wesentlich schneller geht. Da haben wir es, jetzt haben wir hier die Schnellstartleiste und die Kontakte. Hier kann ich ebenfalls alle möglichen Kontakte mit Bild hinterlegen. Falls der Kontakt kein Bild haben sollte, wie jetzt meine ADAC-Hotline, wird einfach der entsprechende Text eingeblendet. Oben habe ich noch das Programm. Das ist sozusagen mein Startmenü. Das ist auch alles sehr fingerfreundlich, leicht zu scrollen. Eine gewisse kinetisches Rollen ist sehr angenehm. Und es ist wirklich intuitiv zu bedienen. Die ganzen Übergänge sind animiert. SPB Mobile Shell hat selbst auch nochmal alles sortiert. Das heißt, ich habe hier meine Internetoption. Ich kann hier in Planung reingehen, kann meinen Kalender wählen. Dort sage ich, okay, gehe auf Morgen und dann erst startet da die Windows-Oberfläche, die in meinen Augen immer noch das einzige Manko von SPB Mobile Shell 3 darstellt, indem sie nämlich teilweise in der Termineingabe beispielsweise auf alte Systeme zurückgreift. Gucken wir uns jetzt das in meinen Augen wesentlich interessanteren Lifestyle-Screen an. Hier haben wir gesagt 3 Ansichten. Und diese Widgets, die hier drauf sind, die kann man beliebig verändern. Ich werde jetzt mal einfach einen anderen Hintergrund wählen. Wir nehmen einen grünen Hintergrund. Und diese Widgets, die sind immer verschieden hier auf dem Bildschirm angeordnet. Und diese kann ich durch Layout bearbeiten, auf dem Bildschirm erstens beliebig verschieben. Und dann mit dem Knopf unten links verankern. SPB Mobile Shell hat auch eine eigene Wetteroberfläche, die einem relativ komfortabel zeigt, wie das Wetter ist. Hier ist es jetzt noch auf Fahrenheit eingestellt, deswegen sind die Werte ein bisschen hoch, keinen Schreck kriegen. Und genauso wie es in dieser normalen Kontaktliste möglich ist, kann ich hier ebenfalls einen Kontakt wählen und mir diesen einfach auf den Desktop legen. Das ist sehr angenehm, weil ich so meine beliebtesten Kontakte wirklich gleich zur Hand habe und eigentlich auch direkt auf meinen direkten Startscreen legen kann. Des Weiteren kann ich alle möglichen Widgets, die ihr hier seht, mir auf den Screen legen. Dazu gehört, wie gesagt, die Profilansicht, die wir auch unter dem Professional Screen zur Verfügung haben, oder beliebige Anwendungen oder das Wetter, eine weitere Uhr, ein Kalender, der natürlich auch beliebig platzierbar ist. So ist es einem möglich, wirklich sich seine individuelle SPB Mobile Shell Oberfläche zu basteln. Da ist man ein bisschen beschäftigt,
Aber erstens macht es Spaß und zweitens hat man zum Schluss wirklich das, was man für seine Anforderungen braucht. Seine Lieblingsprogramme, seine Lieblingsknöpfe und alles ist schnell zu erreichen. Das war SPB Mobile Shell. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Verpasst nicht mein zweites Video mit SPB Mobile Shell und der HTC Hero Sense Oberfläche. Hinterlasst eure Kommentare und bis zum nächsten Mal.